So, da bin ich mit einer neuen Random Clash Folge und ich habe jemanden dabei. Da, kleinen Moment. Da oben, da. Und wie heißt er? Jo, ich bin der Niklas Sego und bin jetzt recht neu noch in der Random Clash Gruppe. Vielleicht kennt mich der ein oder andere. Pff, ja. Doch, ich sag mal, wer im Bereich COC und YouTube unterwegs ist, ich glaube, der stolpert dann doch ein oder zweimal über eins deiner Videos. Ja. Da sollte das schon passen. Ich muss zugeben, also jetzt erstmal ein Lob von mir, weil ich hatte zuvor, was weiß ich, vor 3 oder 4 Monaten oder sowas mal reingeguckt und dachte mir, oh nee, das passt ja gar nicht. Und dann habe ich in den Livestream mal geguckt, da wo wir mit Rampus reingegangen sind. Mhm. Und dann dachte ich, wow, da hat sich was getan. Ja, und ich deswegen muss sagen, früher war ich auch so ein kleiner, keine Ahnung. Nee, also da war ich dann echt positiv überrascht und dachte, oh ja, komm, das kann was werden. Dann sollte das passen. Ach so, ja, nebenbei, wie immer bei Random Clash, soll ja so ein bisschen Cross-Promo und wie auch immer sein. Also sprich, wenn ihr Videos vom Niklas sehen wollt, hau ich natürlich den Link rein und andersrum genauso. Also sprich, es gibt dann natürlich auch eine Folge vom Niklas, wo ich dann mit dabei bin. Und dann sollte das gar kein Thema sein. Wie gesagt, Link ist dann unten in der Beschreibung drin. Und dann passt das. Und jetzt legen wir mal los. Ich zeige euch das mal gerade, was ich hier so am Start habe. Ich habe 185 Bogies und 35 Kobolde. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich mir jetzt, weil ich habe jetzt gerade wieder mal keinen Real-Würfel, App oder, ja, Würfel online sollte man ja machen. Hier, Online-Würfel. Wer hat denn auch schon Real-Würfel? So, hier, egal. So, ich würfel einmal. 2, also ich darf 2-mal skippen und 2 ist okay. Nochmal. Oh, komm, bitte. Einmal, ja, ein Stern. Ja, geil, sehr geil. Also das sollte jetzt nicht so das Thema sein, aber dann legen wir mal los. Zack, gucken wir mal. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen. Also okay, ich brauche ja eh nur einen Stern, aber ich muss mal gerade gucken, was an Loot. Nee, das reicht mir nicht. Da gehe ich das Risiko ein. Ich mach mal weiter. Ja, der ist stärker, ja, aber hat aber auch mehr. Aber ich glaube, Loot ist da auch nicht, ne? Doch, ein bisschen, aber doch, ein bisschen, nicht viel, minimal. Aber so, ich schieb dich mal wieder nach oben. So, seine Magiertürme sind schön low, das ist natürlich richtig geil. Ja. Der ist jetzt auch nicht so überragend, muss man mal sagen. Also da solltest du den Stern eigentlich locker easy. Ja, den einen Stern, den sollte ich da hinkriegen, das ist kein Thema. Ich fange mal hier so ganz safe an, so ein bisschen an der Ecke, so ein bisschen weg zu snacken. Gucken wir mal, was hier so passiert. Und dann werde ich... der hat einen Drache in der Clanburg. Den werde ich erstmal... Der würde jetzt einen schönen Flächenschaden bei deinem Bogen machen, wenn die auf einem Fleck stehen. Ja, das wäre ein bisschen unschön. Aber ich denke mal, die sollten den Drachen jetzt mal... Ich hole mal die Queen rein hier. Und den King, den setze ich mal hier. Und dann sollte das gar kein Thema sein. Ja, mit den 50% sollte das locker hinhauen. Ja, vielleicht kriege ich sogar noch das Rathaus, sage ich mal. Also so... Mal schauen. Ja, wenn die Truppen jetzt reinlaufen, dann könnte das gut klappen, ja. So, zack, hier. Queen. Ich sehe es jetzt gar nicht. Die Queen ist auf 7 bei dir, ne? Genau, ja. Die ist auf 7. Ja, ist jetzt nicht so der Burner, aber ich will die. Ich will die höher ziehen als den King. Also, der King ist ja bei mir nur auf 5. Den werde ich erstmal auch eine Ewigkeit auf 5 lassen, weil ich muss echt sagen, die Queen ist mega geil. Die Queen ist echt mega geil. Und. Ich stehe eh auf Frauen, also von daher ist das kein Thema. Nee, also wirklich, mit dem King kann ich nicht so viel anfangen. Klar, der ist gut als Tank, dass der wirklich mal ein bisschen was an Damage ab kann. Aber so wirklich viel, dass du wirklich viel machen kannst. Ich nutze den gar kaum mehr. Also, wenn es eng wird, dann nehme ich den dazu, wenn ich in der Base reinlaufen will. Aber bei einer Barge-Armee, da steht er am Rande und kann eigentlich nicht viel machen. Und ich will eigentlich, wenn ich mit dem Helden reingehe, dann will ich die Helden eigentlich so versuchen, damit die nicht draufgehen. Deswegen, und da ist der Barbarenkönig richtig scheiße dafür geeignet. Ja, richtig. Hast du recht, das stimmt.
steht halt super im Hintergrund. Die bekommt da gar nichts ab. Oh komm, hier der letzte. Ah, scheiße. Das wäre schön was geworden. Oh, ich habe irgendwo noch was rumlaufen, aber okay, das ist dann eher egal. Aber die Sache ist die, besonders jetzt, wenn Rathaus außen steht zum Beispiel und ich denke, ah, der hat Teslas oder sowas in der Nähe, dann haue ich erst die Queen rein, weil die ja von der Range her um einiges besser ist und dann tut sich da gar nichts. Also das ist natürlich richtig geil. Ach, da sehe ich ihn gerade. Boogie ist erkannt, aber dann können wir aufhören. Ein Stern und echt, sogar noch ein bisschen was an Loot, also alles okay. Ja, das passt auch, ne? Es gibt schlimmere Sachen, ganz genau so. Den fordere ich hier noch an. Das soll es dann Random Clash-mäßig für heute erstmal bei mir gewesen sein. Jetzt gucken wir uns das gleich nochmal beim Niklas an und dann ist das schick. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein.